Auf den Tag genau sind es jetzt 2 Jahre tägliche Videos. Aber wie geht es weiter? Was wird sich verändern und was habe ich erreicht? Guten Morgen! 1200 Videos habe ich in den letzten 2 Jahren veröffentlicht und mich täglich mit mir und der Bewusstheit der Menschen intensiv auseinandergesetzt. Ich habe im Großen und im Kleinen gedacht. Ich habe versucht mit Humor und mit Leidenschaft mal leise, mal laut Euch anzuregen über ja, alles nachzudenken, bewusst zu werden. Ich habe immer versucht und das immer herausgestellt, dass ich keine Anweisungen geben möchte zu dem, was ihr zu tun habt, sondern immer nur daran appelliert, dass ihr vorher bewusst darüber nachdenkt und Euch dann wie auch immer entscheidet. Denn ich bin mir sicher, wenn alle Menschen auf dieser Welt bewusst sind und sich darüber bewusst sind, was sie tun, dann sind wir ein großes Stück weiter in der geistigen Evolution. Es gibt so viel blinden Dogmatismus und religiösen Fanatismus, so viele Ängste und Verschwörungstheorien, so viel destruktives Streben nach materiellem Besitz und so viel Hass und Rechthaberei. Wenn wir alle einfach bewusst über unser Verhalten und unsere Einstellungen nachdenken, werden wir erkennen, wie ähnlich wir alle sind. Am Ende steht immer die Liebe. Jeder will geliebt werden. Aber dafür muss man offen sein. Liebe ist offen und bedingungslos. Liebe ist nichts, was man festhalten kann. Denn wer festhält, der liebt nicht. Der möchte besitzen. Hanna ist ja gestern aus Leipzig abgereist und die Liebe für diesen wundervollen Menschen, die ist doch eigentlich weg. Nur weil sie eben nicht mehr zugegen ist. Liebe muss doch gelebt werden. Unsinn. Ein Statement, was nur von Menschen kommen kann, die Liebe als Instrument der persönlichen Bedürfnisbefriedigung nutzen. Und solange es diese Menschen gibt, solange will ich auch etwas tun, um diese Menschen positiv zu beeinflussen. Ich möchte die Welt ein Stück besser machen. Und da ich diese auch ja, bewusst machen möchte, reflektiere ich dann und wann auch über meine Arbeit und meine Vorgehensweise hier bei YouTube. Tägliche Videos sind ein enormer Aufwand und man kann sich das als Nicht-YouTuber gar nicht vorstellen, was da wirklich dahinter steckt. Gerade wenn es wirklich recherchierte und tiefergehende Videos sind. Ich glaube auch, dass es zumindest im deutschsprachigen Raum keinen Kanal gibt, der täglich sendet und einen derartigen Anspruch und eine Qualität an den Tag legt wie dieser Kanal. Darauf bin ich stolz. Aber um die Qualität weiter so hoch zu halten, muss ich sehr viele aktuelle wissenschaftliche Literatur lesen und mich immer auch bei den Studien, den aktuellsten Studien widmen können. Und das wird immer schwerer für mich, da eben auch die persönlichen Kontakte in Gesprächen, in Kommentaren und auch in Treffen rapide zugenommen haben. Irgendwo muss ich etwas verändern, um wieder etwas mehr Zeit mit dem Studium der Literatur und damit auch immer wieder den neuen aktuellen wissenschaftlichen oder empirischen Input dazu bekommen. Früher im ersten Jahr habe ich täglich 4-5 Stunden mit Lesen verbringen können. Derzeit sind es maximal 1-2 Stunden täglich, was ich noch dazu zur Verfügung habe. Für meinen Anspruch ist das viel zu wenig und das hat sich auch in den Buchrezensionen niedergeschlagen. Wenn ich vor einem Jahr noch jede Woche ein Buch gelesen und vorgestellt habe, so ist es jetzt ungefähr ein Buch pro Monat. Wir treffen uns hier auf dem Kanal, um bewusst zu debattieren und Meinungen auszutauschen. Nicht, dass das Denken von größerer Bedeutung für das eigene Leben ist, aber das Denken ist oftmals ein guter Ausgangspunkt, um die Menschen abzuholen und mit auf die Reise ins Sein zu nehmen. Ich habe beschlossen, dass ich einen Tag der Woche komplett von nun an mit Literaturstudium verbringe. Einen Tag von früh bis abends werde ich mich in Bücher und Studien reinwühlen können, solange der Tag eben existiert. Ein Großteil davon werde ich in der Wanne sein, den Rest wahrscheinlich im Bett. Da freue ich mich schon drauf und das gibt mir auch ein gutes Gefühl und dann kann ich weiter auch die anderen Tage mit 1-2 Stunden am Tag vollkommen zufrieden sein. Und an diesem Reinwühltag werde ich eben in Zukunft kein Video mehr drehen. Ich habe auch etwas den Eindruck, dass die Tatsache, dass ich einer der wenigen oder der einzig deutsche Kanal bin, der wirklich seit 2 Jahren jeden Tag ein Video dreht, etwas mein Ego nährt. Ich merke, wie sich dieser Fakt als etwas Hartes in mein Mindset einbrennt. Nicht weil es notwendig ist, das wäre es nach wie vor täglich Videos zu machen, aber einfach nur weil ich es als eine persönliche Leistung begreife und das ist pures Ego und da muss ich aufpassen. Von daher hat es auch einen positiven Side-Effekt. Ich werde nach wie vor ein Video pro Tag machen, aber an diesem einen Tag,
an dem ich nur lese, werde ich kein Video drehen, sondern lediglich eine Buchrezension vorbereiten, die ich dann am Folgetag mit dem täglichen Video zusammendrehe. Daher werde ich samstags in Zukunft ausschließlich Buchrezensionen als Video posten. Eventuell auch mal eine Rezension zu irgendwas Speziellem, ein technisches Gerät oder so, aber kaufe mir ja nicht mehr so viel. Von daher wird es wahrscheinlich immer eine Buchrezension sein, weil ich ja auch mehr lese dann wieder oder mehr lesen kann. Das bedeutet, nach wie vor kommt 5.30 Uhr täglich ein Video. Nur ist es am Samstag oft ein oder meistens ein Buchrezensionsvideo und kein Video, wo ich den ganzen Tag ein Thema explizit recherchieren muss und mir darüber Gedanken mache. Ich denke, damit kann ich für mich derzeit den Spagat finden zwischen Input, also der Informationserfassung, und Output, der Informationsübermittlung. Weiterhin, der Live-Talk zieht die generelle sogenannte Kundenbindung des Kanals extrem runter, weil sich kaum einer 6 Stunden am Stück komplett anschaut und damit wird der Kanal so gut wie gar nicht weiterempfohlen. Und das Wachstum ist begrenzt, weil der Kanal nicht empfohlen wird. Zumindest nicht von YouTube. Wenn ihr es euren Freunden empfehlt, dann ist das natürlich trotzdem noch, aber dieses von YouTube empfohlen. Das ist natürlich dem generellen Ansatz, so viele Menschen wie möglich zu erreichen, nicht zuträglich. Damit aufhören kommt natürlich, ihr kennt mich, für mich überhaupt nicht in Frage. Ich liebe diesen Live-Talk. Aber ich werde überlegen, ob ich es eventuell auf einen anderen Kanal auslagere, also einen neuen Kanal nur mit den Live-Talks mache oder generell von YouTube auf eine andere Plattform wechsle. Da habe ich mich aber persönlich für mich noch nicht festgelegt. Das ist nur so ein Gedanke, der mir gekommen ist. Und ja, es wird, so denn der Kanal weiter wächst, sich immer wieder Anpassungen da ergeben. Und ich möchte das auch immer weiter mit euch offen kommunizieren. Und jetzt nach 2 Jahren ist tatsächlich der Fall, dass ich an einem Tag sozusagen ein Buchrezensionsvideo mache. Bisher habe ich ja 7 Tage die Woche ein normales Video gemacht und an einem Tag zusätzlich ein Rezensionsvideo. Und genauso wie ich das mit dem Food Diary mache. Am Montag kommt ja meistens ein normales Video und das Food Diary. Und ich hatte kurz überlegt, ob ich auch den Montag streiche und Montag das Food Diary mache, Samstag die Rezension und sonst die Tage normal beibehalte. Aber warum gleich 2 Tage sozusagen Videos streichen? Vielleicht reicht ein Tag ja aus, weil wenn ich die Zeit hätte, beziehungsweise wenn ich mir die Zeit so besser einteilen könnte, wozu ich offensichtlich nicht in der Lage bin, dann würde ich gerne weiter an 7 Tagen immer ein Themenvideo machen, aber es ist einfach nicht möglich. Und dann probiere ich es erstmal mit einem Tag, dass ich sozusagen einen Tag durch eine Buchrezension ersetze. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr unter diesem Video mal eure Gedanken zu meinem Gedanken zu diesem Kanal schreiben würdet. Also findet ihr das tägliche Format gut oder wir haben tatsächlich schon welche geschrieben, dass sie lieber alle 2 Tage ein Video haben wollen, weil sie nicht jeden Tag ein Video schauen können und sich aber irgendwie genötigt fühlen, das schauen zu müssen. Das ist natürlich dann ein psychologisches Problem, was ihr habt. Schaut euch die Videos an, wo der Titel für euch interessant klingt und lasst die anderen Videos einfach liegen. Ne? Wenn euch der Titel nicht anspricht, dann ist das Thema wahrscheinlich auch gar nichts, wofür ihr offen seid. Also von daher, ja, dazu die Gedanken. Oder mit dem Live-Talk, soll ich da lieber auf YouNow oder auf Twitch wechseln? Empfindet ihr den YouTube-Kanal generell thematisch zu breit aufgestellt? Oder und gibt es Themen, die finden zu wenig Beachtung? Oder ja, alle solche Gedanken. Ja, wie erreiche ich euch am besten? Was mögt ihr? Was mögt ihr nicht? Was regt euch besonders zum Nachdenken an? Studien, persönliche Erfahrung oder logische Konstrukte? Wie sollte man mit Störenfrieden auf dem Kanal umgehen, die eben nicht kritisieren, sondern einfach nur provozieren? Und sollte man denen einen Raum geben und ist deren negativer Einfluss auf andere höher zu bewerten als das Recht auf Selbstentfaltung auf diesem Kanal? Alles was ihr an Feedback, Wünschen oder Kritik habt, möchte ich gerne in den Kommentaren sehen. 2 Jahre waren eine schöne und eine lehrreiche Zeit und ich werde weiter an mir arbeiten, um noch mehr Menschen zu erreichen, um mich noch deutlicher und prägnanter auszudrücken. An meiner Sprache habe ich viel gearbeitet, auch um komplizierte Themen auch einfacher darzustellen. Kurzum, einfach die geistige Evolution vorantreiben. Ich freue mich ungemein, dass wir mittlerweile so viele Menschen geworden sind, die ja wirklich daran arbeiten, ihr eigenes Leben und damit auch das Leben von anderen zu reflektieren und ja, auch diesen Kanal damit zu unterstützen. Danke an die Patreons, die das Projekt War Spirit monatlich komplett freiwillig mit einem Beitrag unterstützen. Entweder direkt über patreon.com oder eben auch als Dauerauftrag.
Danke an all die Menschen, die vor ihrem Amazon-Einkauf über einen meiner Links einkaufen. Danke an die Menschen, die die Werbung vor meinen Videos anklicken oder sich anzeigen lassen. Danke an all diejenigen, die meine Videos teilen. Danke an alle Kommentierenden und auch an alle Daumengebenden. Positiv wie negativ. Das ist ja keine "Schaut her, ich bin der Beste und weiß alles" Veranstaltung, sondern das soll anregen. Ich poste natürlich auch oft meine Meinung und sage das. Aber nichts, was ich erzähle, ist die Wahrheit. Das ist alles nur meine Wahrheit. Siehe dazu auch das Video zu den Wahrheiten. Lasst uns weiter offen und respektvoll begegnen und auch einander lieben und gemeinsam wachsen, trotz unterschiedlicher Meinungen. Ich liebe Euch und freue mich auf jeden Tag, den ich mit Euch verbringen darf. Bis morgen, Euer Christian.